Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. 2:2 endete die Partie FC Swift Esperange gegen den 1. FC Saarbrücken. Wir sprachen anschließend mit Tobias Schwede und Uwe Koschinat. Tobias Schwede, dein erstes Spiel für den 1. FC Saarbrücken. Wie hast du es empfunden? Ja, ich denke mal, das war heute der erste richtige Test gegen eine Mannschaft, die das auch gut gemacht hat. Also die vor allem spielerische Akzente auch gesetzt haben. Ich denke mal, unsere Idee war klar zu sehen, aus dem 3-5-2 da immer zu pressen, auch über zwei Halbzeiten, dass da jeder körperlich auch an sein Maximum kommt. Und ich denke mal, dass wir das als Truppe ganz gut gemacht haben. Zum Ergebnis, natürlich wollten wir heute das Spiel auch gewinnen, ist jetzt ein Unentschieden bei rausgesprungen, aber wir werden das in Ruhe analysieren und dann auch herausfiltern, was gut war, was schlecht war, woran noch gearbeitet werden muss. Aber ich denke mal für den heutigen Tage, dass wir rundum eigentlich zufrieden sein können. Ja, das Spiel ist ein bisschen viel über rechts gegangen, hatte ich den Eindruck in der ersten Halbzeit, dass du relativ wenige Ballkontakte hast. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, da kann man sich nicht so zeigen. Ne? Ja, ich denke mal, das ist auch ein Stück weit dann ein bisschen normal. Also es war heute mein erstes Spiel mit der Mannschaft. Die Abläufe müssen abgestimmt werden und es könnte daran gelegen haben. Leider hat der Schiedsrichter auch ein, zwei Szenen dann über links abgepfiffen, ja, die als Abseits gegeben wurden. Ob das so war, werde ich dann, wie gesagt, bei der Analyse herausfinden. Aber ja, ist manchmal so. Ja. Bist du eigentlich ein Mensch für die Vorbereitungszeit oder geht dir das so richtig auf den Senkel? Ja, ich denke mal, durch die Vorbereitungszeit muss jeder, die ist immer ein bisschen eklig, aber die ist wichtig. Da wird der Grundstein der Saison gelegt. Da müssen wir alle durch, auf die Zähne beißen, unsere Körner uns da holen. Aber so richtig um die Punkte geht es dann erst am ersten Spieltag. Ja, erstes richtiges Vorbereitungsspiel hat jetzt der Tobias Schwede gesagt gegen einen Gegner, der auch richtig was entgegenzusetzen hatte. Was ist dein Fazit aus diesem Spiel? Schon sehr gemischt. Ich finde, wir haben zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Und so sehr die erste in vielen Teilen durchaus erfreut hat, so ärgerlich finde ich die zweite in vielen Teilen. Ich finde, dass die Leistungen zu unterschiedlich waren. Nicht so sehr, was die fußballerische Qualität angeht, sondern vor allen Dingen, was Kompaktheit und Umsetzung der Ideen angeht. Da haben wir aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit echt eine gute Kontrolle gehabt. Wir haben es Hesperingen sehr schwer gemacht, überhaupt aus der eigenen Hälfte herauszukommen. Ich finde, wir haben Angriffe strategisch richtig gut vorgetragen. Ich glaube, dass wir in vielen Situationen, wenn überhaupt, dann sehr knapp im Abseits standen. Da müssen wir vielleicht noch etwas mehr am Timing arbeiten. Beim letzten Pass in die Tiefe, vielleicht muss der Linienrichter einfach auch besser sein. Aber das waren in der Spielanlage sehr, sehr gute Aktionen. Deswegen fand ich es enorm ärgerlich, dass es dann am Ende eben unentschieden gestanden hat. Denn das letzte Tor war mit Sicherheit absolut vermeidbar. Schon in der Entstehung, aber dann logischerweise auch in der Umsetzung im eigenen Strafraum. Das müssen wir dringend abstellen. Also am Ende auch so, wie wir in weiten Teilen im Mittelfeld und im Angriff attackiert haben mit der Aggressivität. Natürlich das auch in den eigenen Strafraum übertragen. Trotz alledem, finde ich, hat man in der ersten Halbzeit wirklich ein sehr gebundenes Spiel gesehen. Die Abläufe waren sehr, sehr logisch. Wir hatten unheimlich viel Kontrolle und, finde ich, haben das auch in Sachen Intensität und Laufvermögen wirklich gut umgesetzt. In der zweiten Halbzeit hatten wir von der ersten Sekunde eigentlich einen Bruch, der so ein Stück weit darin gipfelte, dass wir ja nicht nur ein Gegentor kassiert haben, sondern dass wir wirklich bis zur 70. Minute drei, vier klare Möglichkeiten für den Gegner zu überstehen hatten. Ich finde, das ist auf dem Niveau sehr, sehr ärgerlich, weil ich irgendwie so gar nichts mehr gesehen habe von dem, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Wir haben keinen guten Gegnerbezug mehr gehabt, also keine Zweikämpfe mehr bestritten. Die wir bestritten haben, teilweise sehr leichtsinnig verloren. Darüber hinaus haben wir auch keinen so aggressiven Ballvortrag mehr gehabt, unheimlich häufig Leute angespielt, die wirklich stehend auf den Ball warten mussten. Das hat zu Verlusten geführt und dann zu entsprechenden Kontersituationen. Das müssen wir trotz den Umstellungen logischerweise umstellen, denn ein Großteil der Jungs, die in der zweiten Halbzeit gespielt haben, haben eben auch einen Anspruch zu spielen. Deswegen bin ich zumindest froh darüber, dass die Mannschaft schon so hartnäckig war, hier auf ein vernünftiges Ergebnis zu spielen und dann am Ende den Ausgleich zu machen.
glaube, dann konnte das Spiel in beide Richtungen gehen. Aber ja, die zweite Halbzeit, die müssen wir echt nochmal sauber analysieren. Das hat mir so nicht gefallen. Das war zu wild und zu unstrukturiert. Ja. Andi Breuer hat zum ersten Mal in einem Pflichtspiel, glaube ich, für die Profimannschaft gespielt. Ne? Ja, nicht nur er, auch Tim Walle. Tim Walle ebenso in der... Zwei U17-Jungs, ja. Wie würdest du die beiden bewerten? Also Tim Walle hat ja unglaubliches Tor erzielt in der ersten Hälfte. Ja, und hat sich auf dem Platz auch in vielen Phasen so bewegt, als ob er eigentlich zur ersten Mannschaft gehört. Der Spieler hat sich schon in der U17 sehr, sehr stark dadurch ausgezeichnet, dass er ein unheimliches Gefühl hat, wie er sich in den Räumen bewegen muss. Ist ein sehr, sehr intelligenter Spieler mit einer sehr guten Intuition, was er richtig zu machen hat. Und damit meine ich nicht nur seine Stärke im fußballerischen Bereich, sondern auch in der Art, wie er den Gegner anläuft, wie er einfach mit der Mannschaft agiert. Und ich glaube, das war sehr, sehr angenehm, dass er nicht nur diese eine Aktion hatte, die sehr überzeugend war, sondern dass er wirklich in zwei, drei richtig gefährlichen Aktionen drin war und auch defensiv überhaupt nicht weggebrochen ist, obwohl der Tim in dieser Woche noch keine Gelegenheit hatte, mit uns zu trainieren, schulisch bedingt nach dem Aufstieg. Okay. Aber ich glaube, der hat da echt den Schwung mitgenommen, das Selbstvertrauen mitgenommen, hat die Chance genauso genutzt, wie es Andy eigentlich seitdem er bei uns ist, tut. Ja. Auch er hat einen unheimlich giftigen Eindruck gemacht, traut sich was zu, ist vor allen Dingen ein Spieler, der keinem Zweikampf aus dem Wege geht und balltechnisch auch sehr, sehr intelligent ist. Also beides Jungs, über die man, glaube ich, in unserem NLZ sehr, sehr, auf die man sehr, sehr stolz sein kann und die mit Sicherheit, wenn sie auf dem Boden bleiben und sich fördern lassen, das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, aus meiner Sicht einen hervorragenden Weg vor sich haben. Und ich finde, das ist eine tolle Sache, den Jungen nicht nur die Bühne hier zu geben, sondern am Ende auch zufrieden feststellen zu können, dass sie es gut gemacht haben. Ja. Dann ist Mike Franz sehr früh ausgewechselt worden. Da gab es einen Zusammenstoß hier direkt hinter uns. Was ist mit ihm? Ja, ist eine starke Platzwunde gewesen. Okay. Und jetzt in dem Testspiel wollten wir einfach nicht die Zeit zu lang verstreichen lassen, um das Ganze zu behandeln und in Unterzahl zu spielen. Doc hat mir relativ frühzeitig signalisiert, dass das zwar gehen könnte, aber wirklich mit einer Zeit von mindestens 8 bis 10 Minuten, bis die Wunde so versorgt ist, dass er tatsächlich wieder weiterspielen kann. Und ich wollte einfach nicht hier in so einem Testspiel dann riskieren, dass wir eine so lange Zeit in Unterzahl spielen und irgendwie die Eindrücke, die ich gewinnen will, natürlich so ein Stück weit verwässern. Ja. Aber ich glaube, es ist nicht ganz dramatisch. Trotz alledem müssen wir natürlich heute die Nacht mal abwarten. Manchmal hast du ja durch das Adrenalin irgendwo noch das Gefühl, es könnte gehen. Und über Nacht treten auf einmal Probleme auf. Das hoffe ich natürlich nicht. Das Ganze wird nochmal medizinisch versorgt. Und ich gehe davon aus, wenn der Mike im Bus mitfahren kann und heute Nacht nicht irgendwas auftritt, dass er dann wieder ganz normal morgen und vor allen Dingen zu Beginn der nächsten Woche trainieren kann. Mhm. Mit Dodo Ernst ist nichts Schlimmes? Es war auch Nein, es war geplant, dass er einen Einstieg von 30 Minuten hat, dass also drei Spieler sich diese rechte Seite teilen. Da stehen wir logischerweise im engen Austausch mit dem Trainerteam und Dodo ist erst eingestiegen ins Training, spielt grundsätzlich immer mit einer sehr, sehr hohen Intensität. Das wäre mit Sicherheit auch jetzt länger gegangen, aber wir wollten das, den Reiz auf dem Knie einfach nicht übertreiben. Wir wissen ja auch, dass Dodo jemand ist, der sich dann immer voll verausgabt und deswegen haben wir heute entschieden, ihn erstmal über 30 Minuten als Startspieler einfach in die Saison reinzuführen und das Ganze dann einfach vernünftig aufzubauen. Mhm. Jetzt sind erste zwei Wochen sind jetzt vorüber, sind viele neue Spieler hinzugekommen. Wie ist denn jetzt so dein Eindruck von der Mannschaft an sich? Ist da schon ein Gefüge da? Passt das schon ein bisschen? Gestern im Training war ich sehr begeistert. Da haben nahezu alle Spieler trainiert. Da war auch Adriano erstmalig wieder auf dem Platz, zumindest bei Torabschlussaktionen. Und was den fußballerischen Inhalt angeht, war da unheimlich viel Spielfreude zu sehen und das natürlich versehen mit einer entsprechenden Qualität. Ich würde schon behaupten, dass die Zugänge uns definitiv bereichern. In allen Ebenen. Das hat in der Kabine sehr, sehr schnell funktioniert, aber das muss man mit Sicherheit noch beobachten. Denn aktuell befinden wir uns natürlich in einem Stadium, in dem jeder Spielzeit bekommt, in dem jeder eine kleine, gleiche Berücksichtigung in den Trainingseinheiten bekommt. Und insofern, glaube ich, wird die erste Nagelprobe für das Team werden natürlich Entscheidungen sein, wenn es Richtung Vergabe von Stammplätzen geht. Das Ganze steht natürlich auch sehr, sehr stark einfach unter dem Aspekt, wer ist zum ersten Spieltag auf dem Top-Niveau.
Aber da sehe ich uns schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Die Mannschaft arbeitet sehr, sehr konzentriert. Ich beobachte, dass das sehr harmonisch abläuft. Wir werden neben dem Platz beispielsweise morgen auch so ein bisschen was tun, dass die Truppe außerhalb des Fußballs zusammenwächst. Und da bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Auf der anderen Seite, und das ist die blanke Wahrheit, bei aller Liebe zueinander, fällt die Entscheidung eben immer im Kampf gegen andere. Dafür sind wir da, also dass hier große Harmonie entsteht, das ist vielleicht ein Grundfaktor, um miteinander auch durch schwierige Zeiten zu gehen. Aber es ist logischerweise nicht unser Hauptauftrag. Unser Hauptauftrag ist es ganz klar, maximal viele Punkte zu holen für den FCS. Und da muss logischerweise neben der Harmonie im Kader auch ein absolut scharfer Kampf um die Plätze gegeben sein. Nur so können wir noch mehr rausholen als im Vergleich zur vergangenen Saison. Und diesen Spagat, den müssen wir gehen. Da brauche ich logischerweise Führungsspieler im Boot, die das sehr, sehr gut moderieren und die immer wieder mit Leistung, aber auch mit ihrer Art, wie sie sich benehmen, natürlich vorangehen. Und dann, glaube ich, sind die Grundvoraussetzungen für eine gute Saison durchaus da. Was mich eben sehr, sehr optimistisch stimmt, ist, dass Jürgen Luginger es geschafft hat, zu einem sehr frühen Zeitpunkt eigentlich den Kader fertig zu machen und auch qualitativ wirklich zu verstärken. Und das ist mit Sicherheit schon ein Faustpfand, dass wir jetzt über einen relativ langen Zeitraum gemeinsam Ideen entwickeln können. Und da, finde ich, hat man in der ersten Halbzeit heute gesehen, dass wir in jedem Fall aus dem 3-5-2 gegen eine spieltechnisch ordentliche Mannschaft in jedem Fall in der Lage sind, eine gewisse Dominanz auf den Platz zu bringen. Und es fehlen ja wirklich noch absolute Qualitätsspieler. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass einige noch nicht bei 100% sind und andere bis jetzt noch gar nicht auf dem Platz standen, die mit Sicherheit wichtig werden. Ja. Gesagt, Scheu und Kuhn sind da zwei, Schuhn und Kuhn, was die jetzt gefehlt haben, sind die gerade zwei, die einfallen jetzt, passt natürlich, aber da wissen wir ja, was man an ihm hat, das stimmt, wollen wir uns reden. Ja. Kuhn, gestern hast du gesagt, der oder gelesen habe ich, dass man da abwarten muss jetzt heute. Weil ja, wir haben einfach im Trainerteam eine Grundsatzentscheidung gefällt, dass wir Spieler, bevor wir sie in solche Wettkampfspiele schicken, von denen wir ja auch was erwarten und wo wir etwas verlangen, dass wir tatsächlich auch vernünftig vorbereitet haben. Und Marvin hat eben am Freitag das erste Mal trainiert, weil die ganzen Modalitäten sich über den Donnerstag hinausgezogen haben. Und gestern hat er aus meiner Sicht einen guten Eindruck hinterlassen. Er hat heute Morgen einen Fitnesstest gemacht, den alle anderen auch gemacht haben, damit wir auch bei ihm mal so eine Ausgangssituation haben, von der aus wir uns wegbewegen können. Und deswegen die Entscheidung, ihn heute noch nicht einzusetzen. Der wäre mit Sicherheit einsatzfähig für 45 Minuten gewesen. Das hat die Testung heute Morgen ergeben, aber wir wollen ihn vernünftig heranführen, so wie wir es quasi letzte Woche mit Schwede gemacht haben. Auch der ist ja eingestiegen am Tag vor dem Testspiel gegen Querschied, aber die Entscheidung, ihn dann trainieren zu lassen, die war, glaube ich, richtig. Und Tobi hat jetzt mit einer Woche mehr in den beiden, glaube ich, auch einen ganz guten Eindruck gemacht. Das ist dann schon vernünftig. Ja. Robin Scheu ist auf dem Weg. Robin hat einfach in Absprache mit den Ärzten schon ein Verbot in dieser Woche noch gehabt, in harte körperliche Aktionen zu kommen. Ja. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass wir ihn trotzdem ins Mannschaftstraining einbinden und er sich vernünftig verhält, was Robin dann nicht immer leicht fällt, weil er schon einer ist, der gerne körperlich agiert, aber die Kollegen wissen das dann auch, dass wir ihn auf der einen Seite vernünftig aufbauen müssen, auf der anderen Seite eben noch nicht die heftigen Aktionen gegen ihn haben. Das hat, finde ich, ganz gut funktioniert. In einem Wettbewerbsspiel wie heute, in einem Testspiel, kannst du das natürlich nicht ausschließen, weil du kannst fremden Gegnern nicht sagen, behandelt den einen ein bisschen vorsichtiger, weil er eigentlich noch nicht vollständig hergestellt ist. Da sieht die Situation aber schon so aus, dass wir ihn in der nächsten Woche auch in den Vollkontakt schicken und dann wird er mit Sicherheit auch für die nächsten Testspiele zur Verfügung stehen. Super, von mir aus. Den ersten Gegner, gut, den kann man sich ja aussuchen. Was mich halt ein bisschen wundert, ist so, dass man dann gleich zwei Wochen Pause hat. Wir haben ein Heimspiel, das ist schon mal Vorteil. Da kann man sich 14 Tage aufs Derby vorbereiten. Ist das so in seinem Sinne oder hätte man lieber jetzt ad hoc nochmal ein Spiel am Anfang gehabt? Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis. Ne? Also, was ich am liebsten gehabt hätte, ist ein DFB-Pokalspiel. Das ist beschissen genug, dass es nicht der Fall ist. Wir beraten jetzt und wir hatten auch tatsächlich die Idee, ein Testspiel zu machen auf einem guten Niveau, aber das ist dann einfach nicht zustande gekommen. Insofern bleiben jetzt nicht so viele Gegner, weil die allermeisten, die irgendwo interessant werden, die sind eben im DFB-Pokal beschäftigt an dem Wochenende. Insofern überlegen wir jetzt tatsächlich, da wollen wir die nächsten zwei Wochen der Vorbereitung abwarten, ob wir tatsächlich ein Spiel benötigen. Letztes Jahr haben wir uns
nach zwei Meisterschaftsspielen sehr bewusst dafür entschieden, es nicht zu tun. Letztes Jahr, finde ich, waren die ersten zwei Spiele sehr improvisiert und viele Spieler waren noch nicht auf dem Niveau, verletzungsbedingt oder durch den späten Einstieg. Und da haben wir uns eben für sehr, sehr harte Trainingseinheiten entschieden. Ich glaube, in der Rückwärtsbetrachtung war das vielleicht die absolute Basis für danach maximal viele Punkte und 10 Punkte aus den ersten 5 Spielen. Nachdem ja uns gerade das Osnabrück-Spiel schon so ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass wir noch ein bisschen was zu tun haben. Wenn du nur trainierst, musst du eben keine Rücksicht auf ein Spiel nehmen und kannst etwas anders belasten. Ich will mir jetzt wirklich die Zeit nehmen und ganz genau überlegen, ob wir in die Phase lieber mit verschärftem Training an die Geschichte rangehen oder dann möglicherweise doch noch ein Spiel dazwischen schieben. Ja. Kurze Frage zu Daniel Batz. Was ist mit ihm? Er spielt nicht. Ja, es ist jetzt einfach die Entscheidung, dass wir mit Paterok einen tollen Torwart verpflichtet haben, den wir jetzt einfach mal sehen wollen im Wettkampf. Da hat in allererster Linie Hermer Weyrich so den Hut auf. Ja. Natürlich in Absprache mit Batz. Er betreut ihn seit Jahren und weiß, wann er ihn wie hochfahren muss. Und nachdem Patte zwar ein Gefühl für die Mannschaft bekommen hat in den ersten 1,5 Wochen, aber natürlich gegen Querschied sich nicht wirklich als Torwart auszeichnen konnte, hatten wir heute die Hoffnung, und ich glaube, das hat man am Ende auch in der Umsetzung gesehen, dass er deutlich viel mehr Arbeit bekommt als Torwart in allen Bereichen und eben nicht nur bei Rückpässen. Deswegen war er heute spielerisch gefordert, er war heute im 1-gegen-1 gefordert, er war gefordert bei Standardsituationen. Insofern fand ich, war das sehr gelungen. Er hat eine Beziehung zu den Vorderleuten herstellen können. Das ist ja auch mal wichtig, dass ein Torwart schon versteht, wie ticken die Jungs davor und was will ich als Keeper. Da verändert sich die Arbeit auch der Abwehrleute natürlich mit einem anderen Torwart. Und da müssen wir den Ernstfall ja entsprechend vorbereiten. Deswegen haben wir diese Zeit genutzt und Batzi wird definitiv seine Spiele bekommen. Aber da ist jetzt nichts vorgefallen, außer dass eben Michael Weyrich in Absprache mit Daniel Batz diese Entscheidung getroffen hat, dass es ausreicht, wenn Batzi gegen Karlsruhe SC und gegen den 1. FC Köln dann entsprechend viele Spiele über die volle Zeit macht, um dann auf Wettkampfmodus zu sein. Das heißt, gegen Pirmasens wird noch Tim Paterok. Gehen wir davon aus, dass entweder Tim oder Julian spielen. Ich glaube, Julian hat ein tolles Debüt gehabt, war direkt gefordert, ja, und hat gestern seine erste Einheit mit uns gehabt. Aus der kalten Hose heraus direkt hier ins Tor zu kommen, ist, glaube ich, nicht ohne. Aber wir haben die Entscheidung getroffen, ihm Minuten zu geben, damit er auch maximal schnell einfach in diese Gruppe reinwächst. Und ich glaube, heute durch das Spiel, durch seine angenehme Art, wird er ganz, ganz schnell auch Teil der Gruppe. Und das müssen wir natürlich bei jedem forcieren, der etwas später dazu stößt, ganz klar.